liebe Freunde der Großen und Kleinen Bahn, während wir uns hier den Hauptbahnhof von Leipzig anschauen von draußen, weiß vielleicht der eine oder andere schon, um was es geht, um die Modellbahnausstellung des Modellbahnvereins Friedrich List Leipzig, der hier im Hauptbahnhof in diesem Jahr seine Ausstellung wieder mal macht. Und begrüßt wird man hier mit dem Weihnachtsbaum und der Modellbahn ringsrum. Die Ausstellung ist etwas kleiner, als ich es von den vergangenen Ausstellungen in Erinnerung habe. Ist natürlich trotzdem sehenswert. Hier haben wir auch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht kenne von der Leipziger Ausstellung. Das ist hier ein Kollege, den kenne ich als Meuselwitz, ne, der dort also schon seit einigen Jahren dann mit so einer englischen Anlage, also mit so einem englischen Thema dort auftaucht. Der hat hier so eine Steampunk Mini-Anlage vorgestellt. Und das war auch nicht alles. Er hat dann, das nannte sich Gartenbahn fürs Wohnzimmer. Also es ist, Spurweite ist das falsche Wort, ne? Es ist der Maßstab Spur 2 oder G auch genannt, allerdings als Feldbahn. Na, und da hat man natürlich völlig andere Möglichkeiten. Er hat da also einfach hier H0-Gleis genommen und hat dann da diese Feldbahnanlage sich gebastelt. Er hat also ein bisschen das Händchen fürs Außergewöhnliche. Wo sieht man sowas? Na, das ist jetzt nichts, was so von der Stange ist. Na, da muss man schon ein bisschen ein paar besondere Ideen haben, um sich so dem Thema zu nähern und das also hier so auszustellen. Ja, und hier nochmal das Ganze als Kamerafahrt. Na, die ganzen Anlagen nebeneinander. Sehe ich gerade, zu dem Steampunk war noch was, was ich nicht fotografiert hatte, leider. Das habe ich irgendwie übersehen, aber ich habe da sowieso so ein bisschen. Ach, jetzt kommt der Schwenk nochmal zurück. Ich hatte sowieso eine andere Intention, auf die Ausstellung zu gehen, aber dazu kommen wir dann nachher noch. Ja, aber es ist doch nett gemacht, ne? Da kann man doch nicht meckern. So, hier war dann noch eine N-Anlage. Das sind, glaube ich, hier alles Heimanlagen, die hier zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch das Schildchen ins Bild kommt. Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir hier Jansbach. Das war eine TT-Anlage, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Auch eine schöne Heimanlage. Dann kommt hier die nächste Heimanlage ins Bild. Da ist das Thema auch Feldbahn, wie es aussieht. Ja, und nennt sich Corona-Schacht. Ja, dreimal darf man raten, in welchem Zeitraum dieser Anlage entstanden ist. Die ist also relativ neu und ist eben innerhalb der Corona-Zeit gebaut worden. Und deshalb hat sie dann auch diesen Namen abbekommen. So hat es mir zumindest der Betreiber erzählt. Hier nochmal die Anlage im Betrieb. Gegenüber dieser Anlagen gab es dann noch vier Vitrinen. Das ist auch so ein bisschen Tradition in Leipzig. Die gab es also noch schon, als ich noch Mitglied war, in so einer Vitrine hat dann auch mal die Poesentalbahn drin gestanden. Ne? Also die Poesentalbahn-Module, die ich da in einem früheren Video schon mal gezeigt habe. Thema diesmal waren in zwei Vitrinen Bauzüge, die hier, ja, ich weiß es schon gar nicht mehr, was das für eine Spurweite war. Es war ein bisschen größer. Na, also man möge mir das verzeihen. Und ja, und die anderen beiden Vitrinen waren der Feuerwehr gewidmet. Hier haben wir die Hauptfeuerwache in Leipzig.
an der ich jeden Tag vorbeifahre und dann noch ein weiteres Feuerwehrthema. Ja, und auch das ist irgendwie auch so ein bisschen eine Modelleisenbahn, ne? Also die Holzeisenbahn von Brio. Und ja, ich weiß nicht, ob das die Einladung für die kleineren Kinder war, hier mal die Hand anzulegen. Aber war auch ein schöner Gag. Am Ende der Heimanlagen stand dann hier noch eine Spur S-Anlage, die ich leider hier nur ganz kurz in dem Schwenk drin habe. Ja, und dann kommen wir hier auf die Stirnseite des Rahmens. Da ist also die Anlage am Saaleck. Die kenne ich auch schon ein bisschen länger. Das ist eine TT-Anlage. Hier ist mir die Lok mit dem mit der blinkenden Leuchtdiode aufgefallen. Das ist also auch ein schöner Gag. Das kannte ich so noch nicht. Bin ja auch, sagen wir mal, eher in anderen Epochen unterwegs. Ja, das ist mal eine Anlage, die keinen Bahnhof sozusagen als Thema hat, sondern. Dann haben wir hier die Anlage Schönheide Süd. Die kenne ich auch noch aus meiner Zeit, als ich im Verein war. Auch eine sehr, sehr schöne Anlage. Die vor allem, naja, da ist mal ein richtiger Wald drauf, ne? Nicht bloß so einzelne Bäume, die da verteilt sind, sondern hier hat man sich mal richtig ins Zeug gelegt. An dem Monitor kam mir natürlich sofort die Frage, welche Software. Ne? Es war nicht zu erkennen. Mir wurde dann erklärt, dass also dass das also was selber gestricktes ist. Ne? Die haben sich das also selber da programmiert und haben die Anlagensteuerung also nicht mit irgendeinem Standardprogramm. Ja. Ist auch schön dreidimensional das Ganze. Ja, und mit dem, wie gesagt, mit dem Wald hier haben sie ja mal richtig ins Zeug gelegt. Na, dass da so fürchterlich viele Bäume da drauf gebaut wurden. Also das ist ja unfassbar. Und Schönheide Süd gibt es natürlich auch eine Schmalspurbahn, die hier sich gerade bewegt mit dieser kleinen blauen, leuchtend blauen Diesellok. Ich habe sie auch schon im Original schon gesehen, aber ich weiß es leider nicht kennen. Mit Dieselloks, das ist nicht mein Thema. Ja, hier noch ein paar schöne Fotos, ne, dass man sich das noch in Ruhe anschauen kann. Also die, wie gesagt, das ist also für mich auch so ein bisschen ein besonderes Highlight. Von den Vereinsanlagen von Friedrich List immer gewesen. Und das ist schön, dass man sie mal wieder zu sehen bekommt. Ja, und weil wir gerade beim Thema Highlight sind, kommen wir jetzt zu der Anlage, wegen der ich es besonders eilig hatte, auf die Ausstellung zu kommen. Das ist die Anlage Wurzen. Und das ist nun wieder mein Thema, weil das ist eine Anlage, die hier in der Epoche 2 betrieben wird. Na, das ist ja wie gesagt das, was mich so besonders interessiert. Die Anlage ist rund 30 Jahre alt. Ich hätte sie eigentlich noch ein bisschen älter geschätzt. Und zeigt also hier den Bahnhof Wurzen. Also der Strecke, wer es nicht kennt, der Strecke Leipzig-Dresden, also auch einer der ersten Bahnhöfe in Deutschland, die überhaupt einen Eisenbahnanschluss, also Orte, die in Deutschland einen Eisenbahnanschluss bekommen haben. Ne? Das ist ja die älteste Fernstrecke in Deutschland, Leipzig-Dresden. Ja, zu diesem Bahnhof, den ich also auch noch aus meiner Zeit kenne und immer begeistert war, war zu lesen, dass er wahrscheinlich das letzte Mal auf der Ausstellung zu sehen ist. Und dann habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht, ja, warum? Aber es ist vielleicht die Anlage nicht mehr so betriebssicher und wir haben neue Projekte oder was auch immer. Und musste dann mit Erstaunen feststellen, dass also die Kollegen, die dort an der Anlage standen, da eine völlig andere Meinung hatten. Na, also da hieß es, ja, das war der Vorstand, die haben das so festgelegt, aber wir haben dazu eine völlig andere Meinung. Na.
Also das, ja, ich habe dann ein bisschen nachgefragt, was das Ganze soll. Ja, und da gibt es natürlich Mutmaßungen. Also es ist wohl als Argument gekommen, dass es also eine recht große Anlage ist und der Verein, da muss sich halt wahrscheinlich ein bisschen verkleinern. Und da sind so die Großanlagen ein bisschen im Weg. Wobei sie natürlich auch gleich eingeschränkt haben, ja, wenn wir die zusammengebaut haben, dann ist die gar nicht so groß. Da sind andere, die sind viel größer. Und ja, und der Verdacht liegt natürlich auch nahe, dass also das Thema, also die hatten früher immer so eine Reise, ich glaube, die haben dann immer 26 angefangen, da waren die Ausstellungen aber auch noch länger. Die haben 26 angefangen, ich glaube 42 oder so aufgehört. Also ich kann mich da auch noch an eine Geschichte erinnern, dass ich da mal vor der Anlage stand, vor vielen Jahren. Neben mir stand ein älterer Herr. Und naja, 42, da fahren natürlich dann auch Militärzüge. Und da ist ein Zug gefahren, der also sehr stilvoll, muss ich sagen, mit Militärfahrzeugen beladen wurde. Also da waren jetzt nicht hier so die Tigerpanzer drauf oder so. Die gab es ja da noch gar nicht. Sondern es war eben, man hat eben gesehen, dass eben eine Einheit mit Geschützen, mit Fahrzeugen und so weiter und so fort da eben drauf war. Und der ältere Herr, der kriegt dann irgendwie so leuchtende Augen, als er dann diesen Zug gesehen hat. Und der ist dann hier in dem Tunnel verschwunden. Zu dem Tunnel sage ich auch gleich noch was. Und ja, und dann kam zufälligerweise, also es war nicht geplant, kam der Lazarettzug aus der Gegenseite. Ne? Und da war er von seiner Begeisterung, ist er gleich wieder runtergeholt worden, da war der Blick nicht mehr so begeistert. Ne? Ja, das ist eben so ein Thema, was immer so ein bisschen schwierig ist. Ich habe auch immer, muss ich sagen, sehr oft, also nicht immer, aber sehr oft Diskussionen mit anderen Modellbahnern, die ja auch alle ihre Zeiten haben. Ne? Also manche ist das ja egal, aber manche haben eben ihre Epochen. Und wer jetzt, was weiß ich, DR fährt, ich meine auch die DDR, ist natürlich nicht mit der Nazizeit vergleichbar, aber es ist ja auch keine politisch einfache Zeit. Ne? Also auch da gab es ja Unrecht und ne, müssen wir nicht drüber diskutieren. Trotzdem wird es dargestellt. Ne? Und das hat meiner Meinung nach auch, man lässt ja da nicht die DDR hochleben. Na, genau wie man hier nicht die Nazizeit hochleben lässt. Also als ich da war, war glaube ich 34, 1934 war da gerade. Also die wandern eben immer von Tag zu Tag oder weiß ich nicht, wie viel Zeit abräumen, wandern die eben immer mal ein Jahr weiter. Und da verändert sich auch der Fahrzeugpark. Na? Und es geht eben hier um Eisenbahngeschichte und um nichts anderes. Und Eisenbahngeschichte ist immer interessant. Ne? Was mir fehlt bei vielen Ausstellungen, von Plauen jetzt mal ausgenommen, ist eben die Epoche 1. Ne? Also das machen leider sehr wenige. Und auch das ist eben eine sehr interessante Eisenbahngeschichte, die meiner Meinung nach viel zu wenig Berücksichtigung findet. Und ja. Um den Gedanken von vor und weiterzuführen. Also ich habe eben sehr oft Diskussionen mit Leuten, die es überhaupt nicht verstehen, warum man Epoche 2 macht. Weil das ist doch die böse Zeit, das macht man doch nicht. Und das ist eben, bemerke ich übrigens häufiger bei Modellbahnern aus dem Westen als hier aus dem Osten. Na, also man hat mal davon abgesehen, dass manche sowieso ein bisschen da eine merkwürdige Meinung haben, die meiner Meinung nach im Osten ein bisschen häufiger ist, ist, naja, ich kann es nicht verstehen. Also ich hoffe, dass das nicht der Grund ist. Ne? Dass das trotzdem wäre es natürlich schade um diese Anlage. Also ich hoffe, dass der Vorstand da nochmal in sich geht und das Ganze nochmal überdenkt. Weil es ist, die Anlage hat sicher Verbesserungsbedarf, aber ganz sicher nicht vom Thema. Na, denn das ist einzigartig und das ist wirklich was Besonderes und ein Highlight für die Leipziger Ausstellung, wenn diese Anlage auftaucht. So viel erstmal zu dem Thema von mir. Ja, ich hoffe, dass da noch so ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Kommen wir wieder zurück zur eigentlichen Modellbahn und schauen uns mal den Bahnhöfe noch, also die Anlage noch ein bisschen an.
Wurzen liegt ja, wie gesagt, an der Hauptstrecke Leipzig-Dresden. Und es gibt also mehrere Abzweige. Hier haben wir den Anschluss zur Keksfabrik. Und es gibt dann noch eine Strecke, die nach Eilenburg abgeht, die auch auf der Anlage dargestellt ist. Da fährt auch was. Und dann gibt es noch die Muldentalbahn, die auch dargestellt ist, aber wo nichts fährt, weil die einfach naja, an der Anlagenkante endet. Die Muldentalbahn ist also die Strecke, die hier von links in das Bild reingeht, wo dann das Formsignal steht, also links von den Lokomotiven, die hier so ein bisschen in der Bildmitte zu sehen sind. Ja, und dann habe ich mir noch diese wunderschöne selber gebaute Mühle herausgegriffen als Motiv. Die ist mir also richtig ins Auge gefallen. Sie steht doch relativ weit vorne an der Anlage, wenn man da als Besucher davor steht. Das ist also wirklich auch ein Highlight, ne, für die Anlage. Es ist nicht das einzige Highlight, aber es ist eins der Highlights, die diese Anlage ausmacht. Ich wollte aber nochmal zum Tunnel zurückkommen. Und zwar liegt dieser Tunnel oder lag nicht in der Nähe von Wurzen, sondern eher in der Nähe von Meißen. Und das ist der sogenannte Oberauer Tunnel, der 1839 fertiggestellt wurde und nicht ganz 100 Jahre später beseitigt wurde, weil da diverse Schäden drin waren und auch das Lichtraumprofil nicht so, ja, der damaligen Zeit angemessen war. Also hat nicht ganz 100 Jahre existiert. War übrigens der erste Eisenbahntunnel einer Vollspurbahn auf dem europäischen Festland. Und während wir einen Blick über das Schaltpult der Anlage Wurzen werfen, hoffe ich, dass also der Verein, was die Anlage Wurzen betrifft, da in die richtige Richtung steuert. Und ja, und für uns heißt es, dass wir uns jetzt hier mit diesem Bild aus dem Video verabschieden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.